nächsten Bühnen. Wir machen gleich wieder ein bisschen Musik, ein bisschen Pause auf der Bühne. Und viel Spaß. Und dann gibt es in 15 Minuten die nächste Quizshow hier auf der Bühne. Und jetzt erstmal den Talk mit Joachim Klang und Mr. Bebel. Und ihr unterhaltet euch über Bautechniken und deine fabelhaften Bücher, die wir alle, wir Lego-Fans, in uns einsaugen. Dankeschön. Jo, danke. Ein wunderschön. Seid ihr alle noch wach? Sehr gut. So, obwohl, das können wir eigentlich glatt hier stehen lassen. Joachim Klang, meine Damen und Herren. Also, wenn ich einen Meisterbauer kenne, dann ist das dieser Mann hier. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr aus normalen Steinen was völlig Abgefahrenes bauen könnt, dann kommt her, stellt eure Fragen an Joachim. Joachim, erstmal schön, dass du da bist. Und schön, dass wir gemeinsam dieses Interview führen. Schön, dass ich hier sein darf, genau. Genau. Näher zum Mund und lauter rein. Näher zum Mund und lauter, ja. Sehr passt. Schön. Okay. Ja. Joachim, ich kenne deine Arbeit und sie ist hervorragend. Dein Hauptziel ist meistens so realitätsnah wie nur irgend möglich was zu bauen. Das ist Hauptziel, genau. Und dann habe ich noch ein zweites Ziel, so wenig Noppen wie möglich zu zeigen. Und ein drittes Ziel, nur Originalteile von Lego verwenden. Aber wie bist du darauf gekommen? Also du stellst ja tatsächlich auch aus, du bist da drüben im Mittelgang, nur mal so als Empfehlung, da mal vorbeizuschauen. Direkt die Hälfte, genau, ja. Wie kommst du darauf, eine Bohrmaschine zu bauen? Indem ich einfach die Farbe dunkelgrün in der Hand hatte, in dem Fall. Und habe ich gedacht, dunkelgrün, erster Impuls war Akkuschrauber. Mit Orange, schöne Farbkombi, und dann habe ich es einfach mal probiert. Und wie gesagt, dein Anspruch ist ja so realitätsnah wie nur irgend möglich zu bauen. Wie bist du denn auf die Idee überhaupt gekommen? Sogar eine kleine Table Scratch Nummer. Ich habe einen Bleistift gebaut. Einfach mal so ein paar runde Technikelemente verwendet und dann. Eine Bar in dunkelgrau als Graphitmine und eine Carrera-Bahn war, glaube ich, auch mal von dir, ne? Bitte? Eine Carrera-Bahn, die Schienen? Eine Carrera-Bahn habe ich auch mal gebaut, ja. Aber es fing an mit dem Bleistift. Ich habe den einfach so am Tisch liegen gehabt, irgendwann, und habe dann auch irgendwann danach gegriffen und wollte damit schreiben. Bin also selber auf meine eigene Baut reingefallen und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, dann als nächstes ein Radiergummi. Und dann, auch da gefiel mir der Radiergummi auch. Und dann habe ich gedacht, gut, dann fehlt es ein Tacker. Also erst so Büromaterialien. Und dann ist das einfach gewachsen. Immer wieder irgendwas dazu. Irgendwann war halt der Akkuschrauber. Oder ein Fernseher oder was auch immer. Was bei deinem Modell tatsächlich auffällt, ist, du verwendest Steine nicht unbedingt dafür, wofür sie vorgesehen sind. Genau, ja, ja. Ganz kurz, wir haben hier von der Tomola, dieses hübsche Art-Set mit Marilyn Monroe drauf, ja. Okay. Was würdest du sagen, ist jetzt der Stein, den du am ehesten gebrauchen könntest und was würdest du draus bauen? Das ist eine Impulsfrage. Schau es dir an. Also der Impuls ist einfach, diese runde, pinke Fliese zu nehmen mit einer 1x1 Platte in Beige als Wurstbrot. Ein Wurstbrot. Marilyn Monroe als Wurstbrot. Die Idee ist Gold wert. Großartig. Joachim, du bist tatsächlich schon, zumindest in der Lego-Community, eine Art Legende. Wie lange bist du schon dabei in diesem Hobby? Also ich hatte Dark Ages dazwischen und 30 Jahre vielleicht. 30 Jahre... Mit einer großen Lücke dazwischen. 30 Jahre Lego-Bauen in Perfektion. Du schreibst über das Lego-Bauen ja auch Bücher. Genau. Du hast an deinem Stand wie viele Rundzüge? Es ist eine ganze Menge. Wie viele Stück sind es gerade aktuell? Also, es sind nicht mehr alle verlagsverfügbar. Ich habe, glaube ich, so 8 noch verfügbare Titel da, von insgesamt 15, die es mal gegeben hat. Also neben Lego Hobby ist offensichtlich Schreiben auch eines deiner großen Talente. Wie bist du da drauf gekommen? Lustigerweise bin ich irgendwann mal gefragt worden, noch mal ein paar Jahre vorher, ob ich an einem Buch mitmachen möchte mit so einer Doppelseite. Einfach mal so das was zeigen, was die Deutschen so machen. Der Verlag hatte das aus dem Amerikanischen als Lizenz gekauft und wollten einfach mal
weil die hier in Deutschland ja keiner kennt, mit deutschen Stars irgendwie bestücken. Dann sind die auf mich zugekommen und ein paar Jahre später hatten sie eine neue Idee, dass sie nochmal ein eigenes Buch machen wollten. Und da haben wir so ein bisschen Brainstorming gemacht und am Ende ist dann das Baulied der Stadt dabei rausgekommen, was sie dann mit mir machen wollten. Was ist so der Kernpunkt deiner Bücher? Also Bautechniken nehme ich mal stark davon auch, an. Ja. Was hast du noch so im Repertoire? Erzähl ein bisschen davon. Es deckt eigentlich alle Arten ab. Kreativität, Teileverwendung, realitätsnah bauen, Themen, Welten erschaffen oder halt Bautechniken erfinden. Das ist alles irgendwo so ein Konglomerat an Einzelheiten, die zusammengreifen. Wie ist denn dieser Schaffungsprozess deiner Modelle? Also du hast eben erzählt, es lag ein Bleistift auf deinem Schreibtisch rum und du hast dir gedacht, hey, den versuche ich mal nachzubauen. Aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass es auch andersrum geht. Ne? Du nimmst, du nimmst einen Teil in die Hand und überlegst dir, was machst du jetzt aus diesem Teil? Was ist dir da lieber? Also ich meine, du forderst dich ja selbst heraus. Was ist dir da lieber? Welche Variante? Dass du was siehst, was du nachbauen möchtest? Oder dass du ein Bauteil siehst und sagst, das möchte ich verwenden? Oh, eine schwere Frage. Dafür bin ich bekannt. kann ich eigentlich sagen, das ist 50-50. Weil das ist auch irgendwie so wie Salzwasser und Süßwasser irgendwie zusammengeschüttet. Ja, okay. Mal das, mal das. Joachim, du hast tatsächlich noch ein anderes Projekt. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier so öffentlich diskutieren wollen. Ich bin überrascht, was du meinst. Es hat so drei Buchstaben und hat irgendwas mit Fernsehen zu tun. Ach so. Möchtest du darüber reden? Dürfen wir darüber reden? Ach, das ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Aber wir erwähnen es trotzdem. Du arbeitest für RTL bei Lego Masters hinter den Kulissen im Steinelager. Was ist denn dort deine Aufgabe? Ja, die Kandidaten müssen natürlich alle verfügbaren Elemente dauernd im Zugriff haben. Und ich muss quasi ein Sortiersystem installieren und den Kandidaten am Bauen halten. Also wir haben jetzt, glaube ich, 4 Staffeln Lego Masters. Seit wann bist du dabei? Seit der zweiten, glaube ich. Ne? Also seit der dritten? Also seit der zweiten. Seit der zweiten. Die erste ist ja quasi abgekoppelt. Genau. Die hatte noch ein anderes Konzept. Und zwischen der ersten und der neuen Art sind, glaube ich, 2 Jahre Pause gewesen. Du bist ja während den Dreharbeiten im Studio. Ja. Wie oft ist dir das schon passiert, dass die Kandidaten irgendwas bauen und du daneben stehst oder hinter der Kamera stehst und denkst dir, also das hätte ich ja jetzt nicht so gemacht. Wie oft ist das schon vorgekommen in deinen Gedanken? Davon kann man sich gar nicht freisprechen. Weil man hat eigentlich zu jeder Aufgabe auch spontan eine eigene Idee. Und die ist nicht immer identisch. Und wenn 6 Teams dieselbe Idee präsentiert bekommen, wir haben 6 verschiedene Ideen, dann ist meine vielleicht mal deckungsgleich mit einer anderen, aber meistens auch nicht. Und was der richtige Weg ist, ist Geschmackssache. Gab es denn auch tatsächlich irgendwas in der Sendung, wo du gesagt hast, so, wow, darauf wäre ich ja nie gekommen? Ja. Also es gab auch tatsächlich für dich den Grandmaster auf Bautechnik Überraschungsmomente, ja? Ja, natürlich. Man lernt ja immer voneinander. Wenn man irgendwie 2 Steine auf eine bestimmte Art zusammensteckt, man muss sich vorstellen, es gibt 75.000 verschiedene Steine und 2 davon zusammenzustecken, man hat nie alle Versionen mal ausprobiert. Da kommt irgendwann einer auf eine Idee und sagt, das sieht zusammen gut aus oder eine Farbkombi oder was auch immer. Spannend. Joachim, wo findet man denn deine Bauwerke, wenn nicht in den Büchern? Hast du eine Facebook-Seite, Instagram, Flickr, MySpace, irgendwas? Ich habe mich festgelegt auf Instagram. Ein bitte was? Auf Instagram festgelegt. Ja. Auf Instagram festgelegt? Ja, ja. Und so dieses zweigleisig fahren oder dreigleisig oder viergleisig, das kostet mich einfach zu viel Aufwand, zu viel Zeit. Und ich gebe meine volle Konzentration auf einen Kanal, das ist halt unter meinem realen Namen oder unter der Joe. Man erkennt mich auch direkt an dem Testbild, was ich mal gebaut habe, als Logo. Ja. Und da pflege ich auch jede Frage zu beantworten. Und das kostet schon die Zeit, die ich dafür freigeben kann.
Wie oft wirst du tatsächlich gefragt nach deinen Bautechniken? Also gibt es tatsächlich Leute, die zu dir kommen und sagen, du pass mal auf, ich will jetzt eine Hängebrücke bauen. Wie würdest du das machen? Ja. Gibt es? Ja, ja. Und wie würdest du es machen? Ich würde das Original als Vorbild nehmen. Gute Antwort. Ja, Joachim, es war mir ein Fest. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Du hast deinen Stand im Mittelgang. Dort findet man alles von dir, deine Bücher, deine hervorragenden Bauwerke. Es ist eine Empfehlung an wirklich alle. Guckt euch diesen Typen und seine Bauwerke unbedingt ganz genau an. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich signiere auch gerne. Vielen Dank.